Hallihallo, willkommen zusammen. Wer hat Lust auf die Klimax? Zumindest glaube ich, dass es langsam mal für die Höhepunkte Zeit ist. Ich habe jetzt 4 Kapitel abgeschlossen, bin im 5. und wir sind mit Nick dran, RW. Ich habe mir eine kleine Pause gemacht. Ich habe jetzt am Stück, bis auf Lags, Bugs und so weiter, am Stück durchgezogen bis hier. Und ich will auch gar nicht aufhören. Das Spiel hat einige Fehler, aber es macht auch Spaß. Was ist eigentlich mit ihr? Ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Mitfühlend, wie geht es dir? Ja, das passt. Und du, wie geht's dir? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich... Schon gut. Okay, es geht euch allen gut. Trotz dieser Wunden. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, Da war noch eins in Mr. Edges Büro, also... Zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Denke ich. Was wollen Sie zum Radioschuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Ja, Geräusche ansprechen. Mit der Sicherheit, dass ihr alles gehört habt. Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Übrigens, pass bitte auf, vorsichtig, es ist vielleicht gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Gerade deswegen sollst du nicht nachsehen! Geh doch nicht raus! Okay, vor der Tür ist alles gut, Leute, ich komme wieder rein. Keine Munition. Ernsthaft? Ich bin gerade extrem ruhig, weil das ist gerade eine angespannte Situation. Oh shit. Ist nicht das Monster-Monster, es ist das vielleicht Monster. Andererweise. Stecken. Na gut. Ihre Brüste ragen da so weit raus, die hat er bestimmt gesehen. Diesem Oberteil und der Flinte auf dem Rücken, dieser Tragegurt, sieht ein bisschen aus wie so eine Waldläuferin. Klasse Waldläuferin. Hier ist niemand. Bobby. Das war doch klar, dass er Bobby heißt. Diese Leute heißen immer Bobby. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Ich meine, die haben sich ja selbst mit Blut eingerieben. Also, eigentlich... dürfte das... Was zur Hölle? Ernsthaft? Was war das? War das der gute Ausgang oder habe ich was falsch gemacht? Ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps. Und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Sorry, Nick. Was hast du gesagt? Unsicher. Ich schütte dir mein Herz aus. Zuversichtlich. Frag dich nicht. Hier, unsicher. Hey, ich schütte dir gerade mein Herz aus. Oh, Nick, es tut mir leid. Können wir das später klären? Ich habe wirklich Angst und ich... Kein guter Zeitpunkt. Ja, ist schon klar. Neugierig. Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass vorhin mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun, hättest du dir gewünscht, dass mehr passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Sorry. Ich meine, natürlich wollte ich, dass mehr passiert. Ich war nicht sicher, ob du auch willst. Das... scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Sag's mir ruhig. Ja, glaub schon. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick. Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich, los, beeil dich. Schon okay, ich schaff das. Oh ja, für ihn direkt dort hin. Guter Plan. Aber oh ist das Blut jetzt Schutz oder ist das? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch! Köder. Der hat euch ja nicht gesehen, als ihr die Luft angehalten habt. Also verstecken ist da schon okay. Also als Caitlin die Luft angehalten hat. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo er genau ist. Aber Luft, kann er noch anhalten? Kann er noch? Oh, jetzt. Wieder Luft anhalten? Ah ja, durchs Fenster raus. Guter Plan. Und das war's. Ich bin mir echt nicht sicher, ob es so klug ist, denen auszuweichen. Vielleicht wollen die wirklich nur helfen. Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio, CD-Player und so mitbringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp Radio? Ich meine, DJ oder Musik oder so. Oh, was? Ja, ich meine, ich mag ja. Musik, aber ich dachte an ein Studium der Quantenphysik.
Oh. Oh, oh. Warte, was? Oh, oh. Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Schon klar, ich meine also nicht hier. Irgendwo ist das Vieh. Oh Mann. Das da oben, noch ein Fels, okay. Also aber keine Hütte oder sowas. Oh Mann, die haben sich alles schön aufgeteilt. Guter Plan. Guter. Halb nackt oder nass oder was auch immer über die Insel. Ich bin irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause. Und hier bin ich. Bist du klugscheißer Klassenclown? So würde ich es nicht sagen, aber. Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und hab sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist, Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Gut. Schön, dass ihr euch einig seid. Dann lasst uns mal schnell hier verschwinden. Dylan, Ryan. Oder Ryan Dylan. Oh ja, ich kann mir das Ganze nochmal anschauen. Mal schauen, ob er etwas dazu zu sagen hat. Okay, er steht da unten auf Platz 6. Ryan? Ja, okay, hat aber 9 Punkte, also bitte. Ja gut, der andere steht halt nicht mal drauf. Dylan. Von daher. King Caitlin. Keine Chance. Jetzt bin ich schon wieder hier. Was genau suchen die? Moment. Genau. Hier vorne. Ich gucke jetzt erstmal hier am Baum. Ja, das ist ja wieder zurückgelegt. Vielleicht weiß er was damit anzufangen, wenn er da dran kann. Danach gehen wir zu dem Kassettenrekorder. Zum heiligen Voodoo-Doo-Doo ist das. Er stellt es auch zurück. Okay. Dann. Kassettenrekorder war nicht hier. Vorne. Oh shit. Können wir damit was anfangen? Mann. Die Kids haben das hier vergessen. Das ist dreimal so alt wie sie. Was zum Teufel mache ich denn? Ja, das frag ich mich auch. Aber das ist eine gute Ablenkung. Nimm's mit. Wie dieser komische Teddybär. Kann man sich ganz schnell von Acker machen. Mach das an und renn weg. Ah ne, der hat ja schon eure Werte aufgenommen. Sie, von daher. Mann. War da hinten irgendwas? Ne, da war ja nichts. Der Vogel. Oh. Oh. Waren die vor. Die waren doch vorhin noch nicht da, oder? Also in der anderen. Okay. Beweis gesammelt. Kratzspuren. Ah, Beweis, das ist gut. Große gezackte Kratzspuren an der Wand des Radioschuppens. Ich brauche Beweise. Hier fehlen mir scheinbar 2. 5 weitere kann ich noch finden.
hoffe, das reicht dann. Also, die haben mir jetzt schon deutlichen Hinweis darauf geliefert, dass ich die brauchen werde. So, ich schau gerade mal. Der Eremit. Aha, geil. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Also ich weiß nicht, ob ich die hier einfach verpasst habe oder ob die vielleicht später noch kommen. Ich weiß nicht, ob das der Reihe nachkommt, weil dann habe ich halt echt eine ganze Menge. Ich glaube, ich habe einfach eine ganze Menge verpasst, würde ich mal davon ausgehen. Aber ich weiß nicht, wo die gewesen sind oder ob mir die überhaupt angezeigt wurden zu dem Zeitpunkt. Oder ob das vielleicht auch erst bei einem neuen Playthrough oder so kommt. Keine Ahnung. Kein Plan. Ich habe ja eigentlich alles abgesucht. Hier sind auch Kratzspuren, Krallenspuren überall. Oh Moment, kann ich dahinter? Nee, okay. Ich dachte schon. Das hätte mich jetzt ein bisschen gewundert. Dann hier hin. Okay. Ja. Ja. Also, ja, einen Moment, einen Moment noch. Einen Moment noch. Wenn ich einen Moment noch sagen kann, dann kann ich noch was finden. Also ich meine, ich habe jetzt schon einiges gefunden. Ich wollte nur mal hier auf der Seite noch schnell schauen. Nee, tatsächlich nichts. Gut, dann gehen wir zu Ryan zurück. Okay. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Brauchen wir irgendwas hiervon? Kann man immer gebrauchen. Werkzeuge? Nein. Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon. Tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Oh je. Ja, sei mal etwas positiver und frag ihn. Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikkram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Okay, Kletterarbeit. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Offensichtlich. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Ja, das klingt nicht und wie ein SOS. Es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und wir brauchen dringend Hilfe, also bitte, hier sind fiese
Bären und wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen. SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war's gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Bist du dumm? Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Ah, was hast du entdeckt? Oh. Wie wär's mit leise sein, Schnauze halten, verstecken? Oh, oder du könntest ihm zuwinken und darauf aufmerksam machen, wo ihr seid. Ja, nur. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Ja, die haben euch gemeint. Besorgt. Oh, scheiße, die haben uns gemeint. Fuck, fuck, fuck. Was für eine Scheiße, Mann. Wer? Wie? Wir haben's verraten! Im verdammten Radio! Fuck! Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße. Ja. Hey, nicht durchdrehen, okay? Lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay. Okay. Oh, fuck! Was? Oh, fuck. Kannst du mich nicht, dass da draußen was ist? Das ist eine gute Frage. Was stimmt mit dem Typen nicht? Aggressiv? Ich? Was zur Hölle ist mit dem los? Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Brian? Der will das, oder? Der arbeitet nicht mit denen zusammen, der will sich verwandeln. Der will gebissen werden. Kann das sein? Ich meine, er kennt sich doch mit den Stories aus. Also ich traue dem Typen überhaupt kein Stück mehr. Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, scheiße. Warum? Sie sind auf dem Weg. Wir, und wie? Wir müssen sie warnen. Wie können die schon wieder so laufen? Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, ja, sag, sie sollen sich verstecken. Fuck, nein. Scheiße. Drück die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Oh, scheiße, und ich habe den Bären mitgenommen, oh, ich Idiot. Fuck, Mann. Die hätten ihn gebraucht. Sie sind weg. Fuck! Ich habe den rausgenommen und die Tasche ist weg und jetzt... Oh, scheiße. Die hätten damit was ablenken können, oder? Was jetzt? Fuck. Können wir irgendwas so. Der ist immer aggressiver. Seine ganze Grundhaltung hat sich geändert. Verzweifelt. Okay, ich bleibe verzweifelt. Können wir denn gar nichts tun? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Tier, richtig? Ich meine, vielleicht können wir es verjagen.
Hört ihr den Schuppen an? Ich meine, wie ein Hund. Ich meine, wir könnten eine hochfrequente Rückkopplung durch die Lautsprecher jagen und aufdrehen. Und ich meine, das wird richtig schmerzhaft. Was soll's? Ja, und das tut's. Ja. Okay. Und dabei könnte er dann auf das schießen. Okay, komm, Alan. Du schaffst das. Das ist eine super Idee. Kluger Junge. Hab's gleich. Ja, ruhig, ne? Dringend? Ja, nee, hier ruhig. Ruhig bleiben. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja. Gut. Dabei ist das gar nicht mal so schwierig. Aber was? Ein Empfänger. Irgendwas, eine Audioausgabe. Hast du nichts da? Oh, fuck. Das Kabel hat's erwischt. Reparier's. Ich lenke es ab. Mach schon, los, Beeilung. Oh no. Oh no. Halt durch, halt durch. Oh, scheiße, die Kettensäge. Die Evil Dead Kettensäge. Ash Kettensäge. Muss das sein? Ja, tu es einfach, los, tu es einfach. Scheiße! Oh, er hat mich weiter oben auch gebissen. Schneid den Rest noch ab. Hol das Kabel, hol das Kabel. Was? Hol das Kabel. Das Ding, hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums. Fest drauf. Gürtel? Irgendwas? Was muss ich tun? Die Taste. Au. Aua. Ah, Lautsprecher im Arsch. Ich habe mal kurz auf meine Kopfhörer abgesetzt. Gut gemacht, Dylan. Aua. Oh, stimmt. Oh, fuck, meine Hand. Richtig. Oh, warte kurz. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Oh, fuck. Ganz schlechte Idee. Oh, fuck. Oh, okay. Wir sind um eine Hand ärmer und um ein verjagtes Tier reicher oder so. Ich brauche eine kurze Pause. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Like, Abo, Kommentar, lasst doch mal was davon da, falls euch das Ganze gefallen hat. Bis dahin, habt einen schönen Tag.